Wenn euer Penis ein Tier wäre, welches wär's? Ein Elefant. Ich habe einen Fußfetisch. Das ist Sandra, Sängerin und eine gute Freundin von mir. Und diesmal blinddatet sie 7 Typen gleichzeitig. Hinter diesem weißen Vorhang stehen 7 Jungs. Jeder ein anderes Outfit, jeder eine andere Persönlichkeit. Jede Runde muss sie einen rauswählen. Und der Vorhang geht nach und nach weiter nach oben, denn am Ende bleibt nur einer übrig. Stell dich doch mal vor. Hey, ich bin Sandra Hesch, ich bin Singer-Songwriterin und normalerweise bringe ich Singles raus, aber heute gehe ich hoffentlich nicht als Single raus. Was genau ist dein Typ? So ein bisschen südländisch, mit dunkle, lockige Haare. Mag ich gerne, vielleicht noch Tattoos. Mhm. So ein bisschen ein Baddie, ja. Was wäre ein absoluter Red Flag? Boah, wenn er ungepflegt ist und wenn er so ein Birkenstock-Wollsocken-Dude ist. Mag ich nicht so gerne. Musst du gleich mal eine Runde riechen. Let's go. Bevor wir mit dem Video anfangen, liked und teilt das Video, abonniert den Kanal und kommentiert, denn unter den ersten 1000 Kommentaren, die abonniert haben, verlosen wir 100 Euro. Also, viel Glück. Okay. Was ist dein erster Eindruck? Die Schuhe sind noch nicht so ausgeflippt. Die sind immer die klassischen Air Force. Die sind immer sehr sympathisch. Ja, der Rest ist unspektakulär. Mit Farben hat sich nur keiner recht so getraut, gell? Ihr Kandidat Nummer 6 hat Doc Martens, glaube ich. Wie stehst du dazu? Finde ich cool. Habe ich selber auch. Finde sehr cool. Ich liebe Doc Martens, ja. Nummer 7 sind so Wandersportschuhe oder so. Oh, und er hat bunte Socken drunter an. Interesting. Ja, was denkst du hier von Kandidat Nummer 1? Ah, der hat die Schuhe an, gebunden, gell? Das hat man so. Finde ich cool. Da gibt man so ein bisschen Skaterboy-Vibes. Mhm. Und Nummer 4? Der hat auch sehr kleine Füße. Das stimmt. Ich glaube, ich habe tatsächlich größere als er halt. Was ist, wenn er kleiner ist als du? Ist das für dich ein No-Go? Boah, ich habe tatsächlich schon mal jemanden gedatet, der war genau gleich groß wie ich. Das fand ich okay. Ich stehe aber prinzipiell schon auf größere Typen, ehrlich gesagt. Und du? Ich? Ja? Stehe nicht auf Typen. Und Girls? Größer oder kleiner? Gleich. Okay. Am besten. Ja. Okay, die erste Frage an euch ist, mit welchem Anmachspruch würdet ihr Sandra überzeugen? Kandidat Nummer 1? Voll fies, er hat gar keine Zeit zum Überlegen. Ja, wenn er dich spontan im Park trifft, muss er auch sofort was haben. Wenn ich an dir vorbei jogge, Kandidat Nummer 1, was würdest du sagen? 5 Sekunden Überlegszeit, sonst verpasst du sie. Okay, also mein Anmachspruch wäre, du läufst mir schon den ganzen Tag durch den Kopf herum. Ah, smart. Das finde ich tatsächlich cute. Und man muss ihm einen Pluspunkt geben, er war der Erste. Er hatte keine Überlegszeit. Und ich finde seine Stimme süß. Also ich würde so sagen, hey, stopp, Baby. Okay. Ich mag dich, kriege ich deine Telefonnummer, lass uns mal auf ein Bubble Tea bei Tiamo im ersten Bezirk zusammen trinken und danach schauen wir. Okay, das ist ein ganzer Aufsatz. Ja, du stehst auf Bubble Teas? Ja, absolut. Mhm, ich hasse Bubble Teas leider, ich muss dich enttäuschen. ja, ist auf jeden Fall ein langer Anmachspruch. Das war ein ganzer Aufsatz. Aber ich glaube, ich wäre schon vorbeigelaufen an dir. Ich glaube, in dieser Zeit wäre ich so einen Kilometer weiter entfernt schon. Zu meiner Verteidigung, ich bin ein schneller Läufer, also ich weiß nicht, ob du weglaufen kannst. Wärst du mir praktisch nachgelaufen? Bis zum Ende, auch wenn es also, heim muss in die Wohnung rein. Aber jetzt nicht auf Stalker-mäßig, aber halt so wie so ein Hollywood-Film, so wir reden miteinander und laufen so. Wie You zum Beispiel. Ja, genau. Interesting. Okay, ja, speziell. Speziell, sage ich da mal. Ja. Kandidat Nummer 3, mit welchem Anmachspruch würdest du Sandra aufgabeln? Ich würde sie stoppen und sie dazu auffordern, mit mir eine Runde Uno zu spielen um ihre Nummer. Ist das süß? Oh mein Gott, das ist cute. Hast du denn immer Uno-Karten dabei, falls du ein cutes Girl triffst? Immer die Uno-Karten mit? Das ist tatsächlich mein Hauptding in meiner Tasche. Ah, okay, interesting. Warum hast du immer UNO-Karten dabei? Weil du jeden Tag irgendein Girl ansprichst, oder? Nein, ich bin einfach nur immer bereit, UNO zu spielen. Ich liebe UNO, ich bin tatsächlich sehr gut in UNO. Also, gefällt mir gut. Gefällt mir sehr gut. Bist du competitive? Alter, ja, extrem. Kandidat Nummer 3, wie gehst du mit einer Niederlage um? Ich habe keine Niederlagen, deswegen weiß ich das noch nicht. Confident. Kandidat Nummer 4, mit welchem Anmachspruch würdest du Sandra überzeugen? Also ich persönlich fühle solche Anmachsprüche nicht. Ich würde dich einfach halt nur normal ansprechen, um etwas zu trinken oder so. Oder zusammen zu joggen. Zu joggen, okay. Klingt aber auch ein bisschen unkreativ. Ja, weil was würdest du zu mir sagen, wenn ich laufe? Sagst einfach, hey, du. Hey, Puppe. Nee. Also ich würde halt
dich einfach normal ansprechen. Hey, wie geht's? Läufst du noch lang? Vielleicht können wir zusammenlaufen. Finde ich okay. Finde ich besser als das Bubble-Ding. Bubble-Tea-Ding. Also, Joa, von Kandidat Nummer 2 kam gerade ein Joa. Jetzt tut er mir leid. I'm sorry. Der Arme. Kandidat Nummer 5. Mit welchem Anmachspruch würdest du Sandra überzeugen, wenn sie an dir vorbeijoggt? Wenn du am Joggen bist, dann würde ich dich nicht stören wollen in dem Fall. Vielleicht, wenn es in einem anderen Szenario wäre, hätte ich dich angesprochen. Aber wenn, dann definitiv nicht mit meinem Anmachspruch. Okay, du würdest mich gar nicht ansprechen. Wenn ich jetzt jogge, will ich auch nicht angehalten werden, während ich gerade laufe. To be fair, kann ich am meisten nachvollziehen, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ich würde auch niemanden beim Joggen ansprechen. Ja, aber verstehe schon, finde ich dann irgendwie süß. Aber weißt du, dann wird man uns halt nie kennenlernen, Kandidat Nummer 5. Okay. Ich bin ein großer Fan von den großen Fragen des Lebens. Deswegen würde ich dich fragen, was einfach dein Lieblingsvogel ist. Ich hab's wirklich nicht verstanden. Ja, mein Lieblingsvogel. Lieblingsvogel. Ich hab's gewusst, dass er künstlerisch ist. Du, mein Lieblingsvogel ist definitiv die Eule. Das ist der einzige Vogel, der dir gerade eingefallen ist. Was denn dein Lieblingsvogel? Oh, das ist schwierig. Ich mag den Haubentaucher. Ja, ich auch. Das ist auch mein Favorite. Okay, speziell. Und jetzt Kandidat Nummer 7. Mit welchem Anmachspruch würdest du Sandra aufgabeln? Ich würde es, glaube ich, relativ langweilig machen und sagen, du kommst mir super sympathisch und süß rüber. Willst du dich einfach mal gerne auf einen Kaffee treffen? Oh, finde ich auch süß. Oh, hat er dein Herz erwärmt gerade? Ja, das war gerade sehr süß. Oder? Ja. Das war wirklich süß. Ist einfach so gerade drauf los, finde ich cute. Hat er gerade seine Schuhe wieder gut gemacht? Ja, doch. Das hat gerade einiges gerettet. Ich finde auch. Was ist euer größter Turn-off bei einer Frau? Kandidat Nummer 1. Also ich bin nicht ein sehr großer Fan davon, wenn sie sehr viele Jungsfreunde hat. Ein großer Faktor. Mhm. Stehst du zu Punkt Nummer 1? Finde ich schwierig. Ich habe nämlich tatsächlich schon einige Jungsfreunde. Und ich bin schon der Meinung, dass es Freundschaft zwischen Frau und Mann gibt. Würde mir schwerfallen, muss ich sagen. Kandidat Nummer 1. I'm sorry. Mein Turn-off bei Frauen, also wenn ich sie nicht kenne und ich bin so auf Instagram und sehe hässliche Füße, dann bin ich weg. Warum guckst du dir denn die Füße auf Instagram an? Ich habe einen Fuß wie dich. Okay. Wie stehst du dazu? Interessant. Ist nicht so mein Ding. Hast du gute Füße? Total. Schöne Füße habe ich. Was wäre für dich das Schlimmste, was ein Fuß haben könnte? Uff, das ist eine super Frage. Also, total interessant finde ich nämlich auch. Also, was wichtig ist, ist natürlich die C-Form. Also es muss so wie eine Pyramide runtergehen oder halt, ich muss aber gut aussehen, weißt du? Und das ist Geschmackssache. Stehst du eher so auf lackierte Zehennägel oder so auf Natur pur? Also Nagellack hat nichts damit zu tun, ob die Füße hässlich sind. Du kannst hässliche Füße haben, schönen Nagellack. Okay, stimmt. Mhm. Good point. Mhm. Okay, interesting. Mhm. Kandidat Nummer 3, was ist dein größter Turn-off bei Frauen? Also das Schlimmste wäre, wenn meine Partnerin nicht gut offen kommunizieren kann. Sehr attractive. Sehr attractive. Kandidat Nummer 4, was ist der größte Turn-off bei Frauen für dich? Also ich finde es gar nicht nice, wenn sie raucht. Das ist das Schlimmste für mich, weil ich selber Sportler bin. Sportler? Er ist anscheinend doch kein Banker. Okay. Kandidat Nummer 5, was ist der größte Turn-off bei Frauen? Wenn du sozusagen jemand mein Vertrauen missbraucht. Also wenn ich dir vertraue, zum Beispiel du hast Freunde von dem anderen Geschlecht und du triffst dich mit denen oder so. Aber wenn du einmal mein Vertrauen missbrauchst, dann... Okay. Vertrauen ist ja sowieso das Wichtigste. Ist die Basis, ja. Ist die Basis für eine Beziehung. Ja. Wurdest du schon mal betrogen? Zweimal, ja. Also Vertrauen ist das A und O, ja. Hast du schon mal betrogen? Nein. Ich habe leider einen kleinen Tick. Und zwar finde ich lange Fingernägel wirklich ganz schlimm. Halt so, aber so richtig lang, die da aufgesetzt sind dann nochmal. Das kann ich leider gar nicht. Was ist für dich lang? Habe ich jetzt keine genaue Millimeteranzahl, ehrlich gesagt. Wenn man quasi nicht mit dem Finger normal auf sein Handy drücken kann, sondern quasi seinen Finger extra anders halten muss. Okay. Probier mal. Es geht bei mir alles normal, würde ich sagen. Weil also ihr habt tatsächlich etwas längere Nägel. Aber ja, okay, verstehe, ist okay. Kandidat Nummer 6, was ist der größte Turn-off für dich bei Frauen? Wenn man nicht den Konsens von Werten hat oder teilt und nicht weltoffen ist. Genau. Zu 100% finde ich mega. Perfekt. Ja. Okay, du hast jetzt sehr viele Informationen von den 7 Kandidaten. Mhm. Und du musst jetzt leider einen auswählen.
Das finde ich nämlich echt schwierig. Hard guess, Kandidat Nummer 2. Ja. War es der Fußfetisch? Ja, es war der Fußfetisch und die Kombination aus den Schuhen, die was ich nicht so cool finde. Ja. Kandidat Nummer 2, du kannst ja vorkommen. Hey. I'm so sorry. Kein Ding. Und was soll ich sagen? Wir haben die gleichen Schuhe, du hast Dunks. Ja? Ich hab Dunk SB. Okay. Ja, und ich gehe jetzt gleich, aber bevor ich gehe, sage ich, der Teufel trägt Prada. Ja. Dann ist mein kleiner Schrank das Tor zur Hölle. Okay. Ja. Der Teufel trägt Prada. Okay, wie fühlst du dich, dass Kandidat Nummer 2 weg ist? Er hat mal ein bisschen Angst gemacht mit seiner Aussage, muss ich sagen. Aber okay, ich bin ready für Runde 2, würde ich sagen. Ja, gut. Okay. Also ich habe schon einen direkten Favorite. Echt? Seit, ja. Sag. Eigentlich sind ein paar ziemlich fresh, muss ich sagen. Also Nummer 2 sieht, finde ich, sehr, sehr cool aus. Nummer 1 finde ich auch sehr cool. Das sind die Ringe, oder? Ja, ja. Die Ringe finde ich so attractive. Der hat ganz schöne Hände. Der hat ganz schöne Hände. Sind Hände wichtig für dich? Ja. Okay, dann geh doch mal hin und guck dir die genauer an. Der trainiert, das sehe ich sofort, oder? Du trainierst, oder? Ja, das sehen wir hier. Ah, das erste Ringe. Händchen halten. Die erste Berührung. Okay, Kandidat Nummer 2, der trägt auch einen Ring. Oh, nicht nervös sein, nicht zittern, nicht nervös. Boah, bist du ganz groß eigentlich? Der schaut so riesig aus. Ja. Der hat auch riesige Hände. Ich glaube, ganz große Füße. Was hast du für Schuhgröße? 47,5. Okay. Okay, Kandidat Nummer 5 trägt auch einen Ring. Liebe ich sehr. Und Kandidat Nummer 6 hat einfach lackierte Nägel. Finde ich mega fresh. Finde ich sehr cool. Machst du das selbst? Nee. Wer lackiert dir die Nägel? Immer unterschiedlich. Ein paar Freundinnen. Die besten Nägel hat sogar ein Bumble-Date tatsächlich lackiert. Das war richtig krass. 4 Schichten. Also war. Das ist ja mega süß. Beim ersten Date mal direkt die Nägel lackieren. Finde ich richtig sympathisch. Fresh. Wie würde für euch das perfekte erste Date aussehen? Kandidat Nummer 1. Ich würde dich von zu Hause abholen. Wir würden in die Innenstadt gehen, was Schönes essen. Und danach können wir auf einen höheren Aussichtspunkt die Stadt genießen. Oh, das finde ich süß. Finde ich sehr süß. Was würdet ihr essen? Was auch immer sie will. Ich bin eigentlich ein sehr großer All-You-Can-Eat-Fan. Und ich finde, da kann man auch gut immer sharen. Da wäre ich dabei. Da wäre ich instant dabei. Hast du denn ein Auto oder wie würdest du mir abholen? Leider noch nicht, aber in Wien ist das öffentliche Netz so gut, da brauchen wir kein Auto. Guck mal, bin ich deiner Meinung? Bin ich deiner Meinung, ihr war kein Auto? Ist auch nachhaltiger, mein Gott. Außerdem, das Spazieren mal runter, ganz romantisch, dann essen wir All You Can Eat. Da sehe ich mich. Findest du es wichtig, ob er zahlt oder ob du zahlst oder teilt ihr? Boah, also ich bin jetzt überhaupt nicht so, dass ich sage, er muss zahlen. Ich finde, das kann man einfach so ganz süß machen. Entweder man shared oder wenn es ein zweites Date gibt, dann zahlt die andere Person. Das finde ich easy. Sehr gut. Bin ich easy dabei. Ja, beziehungsweise eine Freundin von mir sagt immer, der fragt, soll dann da auch zahlen. Also ja. I don't know. Was ist da deine Meinung? Ja, ich sehe es genauso. Ich habe das mal in einem Podcast gehört. Da hat so ein Mädel auch gesagt, wer auch immer einlädt, zahlt. Und das finde ich irgendwie voll die gute Idee. Ja, voll. Weil man führt ja dann jemanden aus praktisch. Ja, genau. Ja. Kandidat Nummer 2. Also erst würde ich dich auf einen Kaffee, Kakao, vielleicht Kuchen einladen. Und dann können wir danach auf jeden Fall vielleicht Basketball spielen. Dann kann ich dir zeigen, wie man Basketball spielt. Ah, du bist Basketballer? Ja, genau. Süß. Ich warne dich vor. Ich kann, also Ballsportarten und ich, wir sind nicht so best friends, aber ich hoffe, das ist cute, wenn ich das nicht kann. Ja. Yeah. Kandidat Nummer 3. Wie würdest du sie auf ein Date einladen? Ich würde dich mit Nordau abholen und dann etwas essen gehen. Okay, auf was würdest du mir jetzt einladen? Also ich liebe die Balkanküche, das heißt Cevape, wenn du davon gehört hast. Habe ich noch nie gehört. Cevape? Cevapcici heißt das auf Deutsch. Ah, ist das nicht kroatisch? Ja, Jugo, Bosnien. Okay. Mhm. Ja, ich bin nicht so der Fleischverfechter, aber lass mich überreden vielleicht. Kandidat Nummer 4, auf welches Date würdest du Sandra einladen? Also ich würde, als Erster würde ich dich abholen. Von zu Hause und dann würden wir, es gibt eine Wiese in der Nähe, wo ich wohne, da kann man sehr schön sitzen und miteinander reden, was essen. Und nachher würde ich dich zu mir einladen, weil ich koche sehr gerne und ich hätte dich schon im Vorhinein gefragt, was du gern isst
und was auch immer es ist, hätte ich dir gekocht und wir hätten auf meinem Balkon zusammen reden können und zusammen essen können. Oh, also das ist so süß. Das ist richtig cute. Das finde ich sehr das süß. Das ist toll. Also am Anfang so Picknick zum Einstimmen und dann bekochst du mich. Ach Gottchen. Ja, auf jeden Fall. Das finde ich sehr süß. Mhm. Okay, Kandidat Nummer 5. Wie würde dein erstes Date mit mir aussehen? Ich bin ein großer Fan von Sonnenuntergängen. Deswegen würde ich jetzt wahrscheinlich irgendeinen schönen Spot suchen, wo man schön den Sonnenuntergang anschauen kann, vielleicht ein bisschen dabei was essen. Und dann finde ich es eigentlich auch immer sehr cool, wenn man so ein bisschen einfach die Freunde und die Leute so kennenlernt, weil es ja auch irgendwie viel von einer Person aussagt, mit wem man einfach unterwegs ist, mit wem man einfach zusammenhockt, mit wem man chillt. Findest du das? Das find ich finde es eigentlich einen guten Point. Also ich weiß jetzt nicht, wie ich es beim ersten Date finde, aber ich finde, es stimmt tatsächlich, Freunde sagen extrem viel über einen aus. Hattest du das schon beim ersten Date, dass du gleich die Friends kennenlernst? Mhm. Das war super. Okay. Ja, das war echt gut. Okay. Ja, ich kann es nur empfehlen. Wenn man einen gemeinsamen Nenner hat, auf alle Fälle da irgendwas machen, was beiden gefällt. Oder was ich auch immer cool finde, wenn es eine coole Ausstellung gibt im Museum, einmal durchzuschlendern und keine Ahnung. Ja. Museum, bin ich so ein Museumsmensch, sage ich es ganz auch ehrlich. Irgendwie ein bisschen aber irgendwie cute. Ist es auch süß, ja? Okay, wir machen eine kurze Speedrunde und zwar, was ist eure Red Flag an euch selbst? Kandidat Nummer 1? Also ich denke sehr viel nach, also würde ich mich ein Overthinker nennen. Okay, Kandidat Nummer 2? Perfekt. vielleicht, dass ich... Ja, der hat einfach keine Red Flags, würde ich sagen. Gut, Kandidat Nummer 3. Vielleicht, dass ich oft sehr unvorbereitet bin. Also, okay. Ist das schlimm für dich? Ja. Oh. Kandidat Nummer 3. Ungeduldig und ehrgeizig. Okay, same. Also da könnten wir uns die Hand geben. Mhm. Ja. Manchmal vergesse ich dran zu denken, dass bestimmte Sachen jemanden anders treffen können, aber ich arbeite dran. Ach, das ist aber sehr reflektiert eigentlich. Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Kandidat Nummer 5. Wenn ich unterwegs bin, also jetzt irgendwie zum Beispiel im Urlaub oder fort, bin ich teilweise auch nicht so erreichbar, sondern schaue erst abends dann aufs Handy, weil ich dann lieber einfach auch meine Ruhe haben will. Das ist eine Red Flag? Nee, das finde ich voll gut, weil das heißt, du lebst voll im Moment und du bist voll präsent. Das finde ich mega. Und Kandidat Nummer 6? Ich würde sagen, ich komme schon tendenziell immer so 10, 15 Minuten später als geplant. Genau, also Pünktlichkeit. So. Ja, bin ich auch nicht. Bin leider auch nicht pünktlich. Echt? Nee. Dann müssen wir nicht so lange aufeinander warten. Mein Gott, dann stellt euch direkt auf die gleiche Uhrzeit ein. Ja, finde es nicht so schlimm. Du musst jetzt einen auswählen, der rauskommt, den du jetzt triffst und dann für immer Goodbye sagst. Okay, dann würde ich tatsächlich bei Kandidat Nummer 3 sagen, I'm sorry, aber du bist raus. Oh, I'm so sorry. Hab dich gefreut. Mich auch, alles Gute dir. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ach, man hat so gesehen, wie süß es da gegrinst hat. Es tut mir so leid. Könnt ihr eure Nummern austauschen? Ich finde, er hat voll jung ausgesehen. Aber so richtig so süß. So ein bisschen brüderlich, ne? Ja. Aber gut, dass du ihn dann rausgewählt hast. Wir hätten, glaube ich, ein bisschen gebrot. Ja. Okay, aber es tut mir total leid, dir zu sagen. Du musst noch einen auswählen. Nee. Doch. Ja, zwischen welchen beiden würdest du dich noch entscheiden wollen? 4 und 5. 4 und 5? Ja. 4? Ja. Wegen den Nägeln? 4 mag ich auch gerne, aber das mit den Nägeln ist halt so, ich möchte mich nicht für jemanden verändern müssen. Ja, das stimmt. Okay, dann eine Entscheidungsfrage zwischen Nummer 4 und Nummer 5. Hast du eine? Kandidat Nummer 4. Wie würdest du reagieren, wenn ich dir sage, in unserer Kennenlernphase, also im ersten Monat, dass ich von dir schwanger bin? Also, Kang, für mich ist es ehrlich gesagt, also ich würde dir da vollkommen offen zugestehen einfach und da musst du sagen, wie du das quasi handhaben willst. Das ist vollkommen deine Entscheidung, aber ich will dir auch klar machen, eben, dass es möglich ist und dass es auch irgendwie funktionieren würde. Das ist die perfekte Antwort. Die perfekte Antwort. Kandidat Nummer 5, wie würdest du reagieren? Ja, keine Ahnung, genau gleich. Wie will man anders reagieren? Du bist Herr deiner Entscheidungen. Du hast es im Endeffekt im Griff. Okay, da muss man ganz ehrlich sagen, die haben beide einfach die perfekte Antwort geliefert. Ja, das war perfekt. Das Outfit und schon die Antworten. Waren schon bei Kandidat Nummer 4 besser, würde ich sagen. Was meinst du? Ja, ich meine, das Date hat alles gekillt. Ja. Das war super. Ja. Also, I'm sorry, Kandidat Nummer 5, du bist leider raus für mich. Oh. I'm sorry. Das heißt, Kandidat Nummer 5, komm bitte hervor. Ich bin so gespannt. Hi. Bonjour. I'm so sorry. Mich auch. Hi.
Gott, so international. Ihr habt mir die, die so anders vorgestellt. Von kein mir. Broker, oder wie? Nee, aber ich finde irgendwie deinen Style so speziell, aber irgendwie geil. Ganz speziell. Ich mag deine Kette. Sieht sehr Berlin aus. Oh. Oh. Und die Socken auch von der Mama selbst gestrickt. Oh. Das habe ich mir schon fast gedacht. So, dass die attackiert werden. Nee, die sind super im Kontext. Sieht super aus. Hat mich gefreut. Auf mich alle auch. Viel Spaß euch noch. Dankeschön. Oh, das ist voll der Flowige. Ja, ich habe eine Chance gefunden. Er hat ein Tattoo und die haben ihn ganz anders vorgestellt. Okay, nächste Runde. Okay, bist du bereit? Ja, wir sind jetzt echt gespannt, weil das Oberteil entscheidet einiges. Umdrehen. Wow, Alter, wie geil ist das letzte? Wie geil. Ich lieb's honestly. Wie ja, ich finde die auch alle gut. Das letzte ist halt überkrass. Ja. Würdest du auch so vom Outfit her Nummer 4 direkt nehmen? Tatsächlich nein. Also es gefällt mir sehr am besten, aber es ist halt am auffälligsten. Also findest du es nicht so, findest du eher so zum Anschauen gut, aber nicht so wirklich hot? Ich finde es halt so richtig so, ich gehe jetzt auf die Fashion Show. Was sagst du zum letzten Outfit? Ich find's mega. Ich liebe es. Okay. Hätte ich einen Freund, würde ich ihn genauso anziehen. Okay. Ja, ich liebe es. Ja, wir können da auf jeden Fall Crop-Tops zusammentauschen, sage ich da nur. Oh, guck mal, deine Oberteile würden ihm auch passen. Ja, probably. Aber Kandidat Nummer 3, ich will ihn nicht beunruhigen. Dein Pullover hat dann Fleck. Ist mir nämlich leider aufgefallen. Es gibt einen Grund, es gibt einen Grund. Okay, was ist der Grund für den Fleck? Ich war gerade am Lernen für die Schule und ich war gerade am Hausübung machen und deswegen habe ich dann im Uber geschrieben und so gescheit wie ich bin, habe ich unabsichtlich auf meinen Pulli gezeichnet. Oh, das ist okay. Also er hat ein richtiges Investment gemacht, dass er hier ist. Das ist süß. Ja, jetzt wird es ein bisschen spicy. Es gibt jetzt eine Entweder-Oder-Frage und ihr zeigt die Antwort mit Daumen hoch oder Daumen runter. Sex beim ersten Date, ja oder nein? 3, 2, 1. Klare Antwort. Krass. Von allen. Hätte ich das nämlich gar nicht erwartet. Nee. Wie stehst du dazu? Nee, ich find's gut, ihre Antwort. Ich finde aber auch, dass es sein kann, dass es so krass vibet, dass ich mir denke, okay, wenn das jetzt the love of my life ist und es vibet so krass, why not? Aber prinzipiell bin ich auch Fan von kein Sex beim ersten Date. Was ist deine Meinung? Ich finde es jetzt auch nicht ein krasses No-Go, Sex beim ersten Date. Aber ich finde, dann ist die Spannung doch schon weg, oder? Das stimmt eben. Das Coole beim Kennenlernen ist ja auch irgendwie, sich immer weiter kennenzulernen. Wenn es sich so aufbaut. Ja, wenn du dich direkt beim ersten Date nackt siehst und alles Mögliche ausprobierst, dann denkt man sich so, ja gut, was haben wir denn jetzt noch zum Erfahren? Ja, das stimmt. That's a good point. Nummer 4, machst du viel Sport? Eigentlich schon sehr. Ich gehe halt jetzt nicht ins Fitnessstudio, sondern halt eher andere Sachen wie Bouldern, Fahrradfahren, Wandern. Bei den anderen drei. Sorry, du hast die gerade so rausgeschossen. Ich hasse Wandern und ich hasse Skifahren. Oh. Ja, I'm so sorry. Also, aber bei den anderen dreien siehst du halt den Oberkörper nicht so richtig. Vielleicht. Das können wir nicht machen. Das müsst ihr nicht machen. Der erste Oberkörper sieht doch schon gut aus. Du bringst mich gerade echt in eine unangenehme Situation. Dancen. Oder so musst du dich jetzt entscheiden. Einer von den 4 muss leider gehen. Ach, es tut mir voll leid, Nummer 4, weil du hast so ein cooles Outfit. Aber ich glaube, du bist für mich draußen. Ach, es tut mir so leid. Das bricht mein Herz. Ich bin gerade so gespannt. Ich glaube, er hat lange Haare. Oh, hi! Freut mich mega. Oh mein Gott. Darf ich gerade ganz was Weirdes sagen? Ja. Das sieht mein Papa so krass ähnlich. Nee, ohne Spaß. Okay. Das finde ich fast gerade ein bisschen creepy. Vielleicht gehen wir trotzdem mal auf ein Picknick auf der Wiese oder so. Ja. Okay. Aber euch noch viel Spaß. Ne? Dankeschön. Ciao. Okay, apropos Sex. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Das ist so unangenehm. Was kommt jetzt? Okay, apropos Sex. Wenn euer Penis ein Tier wäre, welches wär's und warum? Also diese Frage ist jetzt sehr überwältigend, aber ich würde sagen, mein Penis wäre ein Gepard. Interesting. Warum auch nicht? Okay. Kandidat Nummer 2? Vielleicht ein Hund. Ein Hund? Jeder liebt Hunde. Flauschig. So ein bisschen everyone's darling, okay? Mhm. Interesting. Kandidat Nummer 3? Kann ich auch verstehen. Ich wäre auch überfordert, Alter. Ja, ich auch. Wenn jemand fragt, welche Tier ist deine Was würdest du sagen, Alter?
Fühl dich nicht gestresst, geh in dich, fühl dich in dich rein. Ein Elefant. Ja, okay. Mit dem haben wir jetzt noch nicht gerechnet. Okay, also ein, was war das? Ein Gepard, ein Hund und ein Elefant. Soll ich mir jetzt ernsthaft nach dem entscheiden, wen ich rauswähle? Ja, das ist ein wichtiges Kriterium. Ich fand es sehr impressive, dass Nummer 1 einfach so nach einer Sekunde schon das Tier eingefallen ist und so was Spezielles. Ich glaube, er hat sich schon mal darüber Gedanken gemacht, tatsächlich. Was sagt dein Bauchgefühl? Ich will jetzt nicht so an der Größe judgen. Aber du judgest an der Größe. Aber wir judgen gerade ein bisschen an der Größe. Ja, judgest an der Größe. Nee, und auch vom Style her finde ich halt Kandidat 2 und 3 besser als Kandidat 1. Das bedeutet, Kandidat Nummer 1, du kannst hervorkommen. Oh, was hat das? Das ist ja mega. I'm so sorry. Ah, schön, ich kann's lernen. Oh, ebenfalls. Und richtig voll gut. Danke sehr, danke sehr. Ja, so schade. Vielleicht in einem anderen Leben oder so. Vielleicht nicht als Gepard, sondern... Ja. Genau. Vielleicht nicht in der Wüste, vielleicht anders. Ja, stimmt, vielleicht ja. In Insta-DMs. Vielleicht. Hab mich gefreut. Ciao. Ciao. Dammit. Ich wusste es, du bereust es richtig, oder? Ich bereue es gerade schon ein bisschen tatsächlich. Nein. Hast du das Lachen gesehen? Das war richtig süß. Okay, ich habe eine letzte Frage für euch. Und zwar, warum glaubt ihr, seid ihr Single? Kandidat Nummer 1. Ich nehme Beziehungen persönlich sehr ernst und bevor ich in eine Beziehung mit einer Person gehe, muss ich mir wirklich sicher sein, dass es auch eine Zukunft gibt. Finde ich sehr gut. So, wenn man sich bindet, dann soll sie wirklich passen so. Voll. Finde ich sehr gut. Ja. Kandidat Nummer 2, warum glaubst du, bist du Single? Das liegt dann daran, dass ich Single bin, weil ich öfters mir dann Sachen nicht gefallen und ich dann deswegen keine Beziehung eingehe. Relatable. Kann irgendwie verstehen. Schwierig. Also ich kann beides nachvollziehen. Mhm. Aber die erste Antwort habe ich schon tatsächlich besser gefunden, muss ich sagen. Puh. So krass schwierig. Boah. Oh, ich habe eine Idee. Ja. Halt beide Hände und du fühlst einfach, welche sich besser anfühlt. Boah, ich habe gerade so kalte Hände. Meditation. Geh in dich. Überleg. Oh, er streichelt mich. Boah. Ich glaube... Wenn ihr das gerade fühlen könntet, drücken gerade beides um meine Hände und streicheln. Das ist gerade ein ganz weirder Moment für mich in meinem Leben. Ganz komischer Moment. Okay, wir haben genug Hände gehalten. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Okay, ich muss mich für einen entscheiden. Ich glaube, ich entscheide mich für Kandidat Nummer 1. Oh mein Gott, du bist so gespannt. Okay, das bedeutet, Kandidat Nummer 2, du kannst jetzt hervorkommen. I pray. Oh. Genauso haben wir Kandidat Nummer 1 vorgestellt. Krass. Freut mich. Leider. Es tut mir mega leid. Sorry, dass du heute deine Hausaufgaben im Uber machen hast müssen. Danke, ebenfalls. Der war ja sowas von süß. Der war süß. Der war dein Typ? Ja, sehr. Und ich habe mir irgendwie gedacht, dass Kandidat Nummer 1 so aussieht. Darum bin ich gerade voll gespannt. Ich bin gerade richtig gespannt, wie der aussieht. Okay, willst du ihn kennenlernen? Yes. Dann Kandidat Nummer 1. Du kannst ja vorkommen. Alter, krass! Diese braune Haare, ja geil. Freut mich. Ich habe alles erwartet, außer Orange. Ja, okay. Mega. Und, bist du happy? Ja. Let's go. Erstmal die Runde Uno. Stimmt, das war der Uno. Ja, na dann, viel Spaß beim Spielen. Let's go, würde ich sagen. Alter, mit allem gerechnet, auch so wieder orange. Geil. Wieder Leute verkappelt.